Du hast von der Kommanditgesellschaft schon gehört und weißt, dass es dort auch immer den Komplementär gibt. Allerdings ist dir nicht klar, welchen Status er innerhalb der Firma hat und wo beim Komplementär die Besonderheiten liegen. Das macht nichts. Sieh dir das Video an und du weißt am Ende genau, was es bedeutet, Komplementär einer KG zu sein. Der Komplementär in einer Kommanditgesellschaft. Im Unterschied zu der Einzelfirma oder den anderen Personengesellschaften wie beispielsweise der GbR oder der OHG ist bei einer KG die Haftung beschränkt. Das gilt aber nur für die Kommanditisten. Wenn du Komplementär einer KG bist, haftest du unbeschränkt für alle Schulden des Unternehmens, das heißt, du haftest mit deinem betrieblichen und mit deinem privaten Vermögen. Als Ausgleich dafür erhältst du allerdings die volle Entscheidungsfreiheit über die Gesellschaft. Dabei muss der Komplementär der KG nicht unbedingt eine natürliche Person wie du selbst sein. Du kannst stattdessen auch eine GmbH gründen und diese übernimmt den Posten des Komplementärs innerhalb der KG. Das führt dann zu der recht weit verbreiteten Rechtsform der GmbH und Co. KG. Der Komplementär und der Kommanditist. Möchtest du eine KG gründen, dann benötigt dein neues Unternehmen mindestens einen Kommanditisten und einen Komplementär. Die beiden Gesellschafterformen unterscheiden sich dabei bei der individuellen Haftung und auch bei der Geschäftsführung. Ein Kommanditist haftet nur teilweise für die Verbindlichkeiten des Unternehmens, also nur mit seiner Einlage bzw. dem betrieblichen Vermögen. Der Komplementär dagegen haftet voll mit seinem gesamten Vermögen. Das schließt die privaten Besitztümer mit ein. Da für den Komplementär also mehr auf dem Spiel steht, erhält er wegen der unbeschränkten Haftung auch immer die Geschäftsführung über die Gesellschaft, während die Kommanditisten nach § 164 HGB von der Geschäftsführung ausgeschlossen sind. Sie erhalten allerdings ein Widerspruchsrecht, sofern Entscheidungen über den gewöhnlichen Betrieb des Handelsgewerbes der Gesellschaft hinausgehen. Zusätzlich ist der Komplementär, anders als ein Kommanditist, dazu berechtigt, die KG nach außen zu vertreten. Wie sieht meine Rolle als Komplementär zusammengefasst aus? Dazu machen wir ein kleines Beispiel. Frau Vogelsang möchte sich mit einem Online-Shop selbstständig machen. Da ihr selbst aber das nötige Startkapital fehlt, wählt sie als Rechtsform die KG und sucht nach passenden Geldgebern. Diese findet sie gleich in der eigenen Familie. Frau Vogelsangs Eltern und ihre Tante beteiligen sich an dem neuen Unternehmen. Frau Vogelsang selbst übernimmt die Rolle des Komplementärs und bestimmt somit vollständig über die Firma. Sie legt ihr Kapital in ihr Unternehmen ein, entscheidet über Investitionen, schließt Verträge mit Kunden und Lieferanten und kümmert sich auch noch sonst um alles. Wenn es trotz aller Anstrengungen schief geht und die KG Insolvenz anmelden muss, dann verliert Frau Vogelsang ihr investiertes Kapital und, falls noch weitere Schulden vorhanden sind, auch Teile ihres Privatvermögens. Die Familie von Frau Vogelsang verliert in diesem Fall das investierte Kapital, sonst aber müssen sie nicht haften. Jetzt weißt du, was es bedeutet, der Komplementär einer KG zu sein und auch, wo sich seine Rolle im Vergleich zu der des Kommanditisten unterscheidet. Hat dir das Video gefallen? Abonniere unseren Kanal und verpasse keine weiteren Videos. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.